Herzlich willkommen bei Plan C und zwar zum heutigen Buschkraft-Podcast. Ich kann leider alle Versprecher und alle hast du nicht gesehen jetzt nicht mehr rausschneiden, weil ich das jetzt mal so ein bisschen anders mache. Ihr seht schon, ihr seht jetzt nur ein Bild und ich hoffe, ihr hört meine Stimme halbwegs. Ich nehme jetzt alles nur mal mit den Computern auf und ich hoffe, dass mein Schneidprogramm das dann irgendwie besser verarbeiten kann. All dieweil, die Sache ist nämlich die, ja, es mit anderen Sachen einfach unglaublich lange dauert. Wenn ich jetzt einen Film aufnehme und ihr seht mich da labern, dann dauert das Ewigkeiten, bis das Schneidprogramm das hochgeholt hat und so weiter und so weiter. Also es ist nicht so ganz einfach. Heute, und deshalb eben heute mal so auf diese Art. Heute geht's, wir hatten ja letztes Mal, ich habe letztes Mal einen Podcast gemacht, da ging es darum, ja, wie hat unser Hobby so, wie wurde das in den Medien dargestellt und was gab es da so alles. Und dabei, Asche auf mein Haupt, habe ich natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar der Mann in den Bergen. Ich weiß nicht, ich denke mal, den meisten von euch wird diese Sendung noch was sagen. Also ich weiß, dass ich die damals eigentlich, ja, nicht jetzt nicht unbedingt regelmäßig, aber doch immer mal wieder mit Freude geguckt habe, weil es halt auch irgendwie was Besonderes war. Es war halt so eine Art Western, aber eben nicht wie Rauchende Colt, wo es nur darum ging, dass die Leute sich da am Saloon wegschießen oder vom Tresen wegschießen, sondern eben, ja, es ging so ein bisschen um das Miteinander mit normalen Amerikanern und mit Siedlern, mit Indianern, mit der Natur natürlich unglaublich viel mit der Natur und so weiter. Und ich fand diese Sendung, ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt ehrlich jetzt nicht genau sagen, ob ich jetzt damals ein riesen Fan davon war. Das Lied war natürlich geil. Dieses Maybe, ich weiß gar nicht, wer das da gesungen hat, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich da jetzt so ein riesen Fan von war, sondern es geht mir einfach so mehr darum, ja, es war auf jeden Fall eine Sendung, die Spaß gemacht hat und die ich in der Zeit viel geguckt habe und die eben auch ein bisschen anders war. Ich habe mir in Vorbereitung auf diesen Podcast natürlich heute nochmal so ein paar Sendungen angeguckt und ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, Olle Wetter. Es ist natürlich schon reichlich naiv aus der heutigen Sicht, wenn man sich das so anguckt, was damals so, ja, weiß ich nicht, also keine Ahnung, der Grizzly Adams, so hieß ja die Hauptrolle praktisch, der Mann aus den Bergen, ne? Grizzly Adams, der war ja dann so, wurde ja irgendwie so des Mordes bezichtigt und ist dann in die Berge gegangen und hat dann da halt so, ja, im totalen Einklang, sage ich mal, mit der Natur gelebt und das war natürlich teilweise auch schon so naiv, dass er dann so, sein bester Kumpel zum Beispiel war ein Grizzlybär, ne, was natürlich auch so ein bisschen, könnte man jetzt sagen, ja, würde das wirklich so stattfinden, weiß ich nicht. Oder dass er in so manchen Szenen jetzt zum Beispiel auf irgendwelche Waschbären zuging und sagt, ach, hier so mein kleiner Freund und holt ihn da so mit einem Handstreich vom Baum runter. In Wirklichkeit hätte der Waschbär ihm wahrscheinlich so das halbe Gesicht abgerissen oder so. Aber gut, da wollen wir jetzt mal drüber hinwegsehen. Das war auf jeden Fall eine ja, ich sag mal, eine schöne Kindersendung mit Western-Attitüden und viel Natur, die halt so ein bisschen anders war. Der Mann in den Bergen wurde ja gedreht, also es war eine amerikanische Fernsehserie nach einer Idee von Charles E. Sellier. Die Hauptperson, also James Grizzly Adams, der Bart aus dem Busch, die sprechende Föhnwelle. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, also noch nie irgendwie überhaupt einen Menschen gesehen, der so einen Bart hatte. Es ist ja Wahnsinn, ne? Also ich glaube, der Mann bestand eigentlich nur aus Bart. Ich weiß noch, dass ich während des Guckens eigentlich immer nur darauf gewartet habe, dass ihm aus dem Bart irgendwas rausfällt. Eine Dose Erbsensuppe oder vielleicht ein Jagdgewehr oder so, ne? Und es ist, glaube ich, auch, also Grizzly Adams war eindeutig der einzige Mensch auf dieser Welt, der mehr Haare im Gesicht hatte als sein Haustier am ganzen Leib. Und das soll natürlich was heißen, wenn man als Haustier einen Grizzly hat. Der übrigens, ich glaube, Ben hieß, ne? Komme ich aber später noch zu. Also die Hauptrolle war Dan Haggerty. Der Mann war zweimal verheiratet, hat 5 Kinder, starb mit 74 an Krebs. Ja, der war Tiertrainer und Stuntman, spielte außerdem unter anderem noch in Elvis-Filmen. Der Elvis-Film, der hieß wirklich so, ich habe es nachgelesen, Corvin Lilly, das würde man heute sofort verbieten oder es würde ein Porno werden. Und in den berühmten Film Easy Rider. Ja, Easy Rider ist er mir jetzt nicht so im Begriff, hat da mit Sicherheit auch nur irgendeine kleine Nebenrolle gespielt. Mir ist er da ehrlich gesagt überhaupt noch nicht aufgefallen. Ich müsste jetzt lügen, wo er da vorkommt. Auf jeden Fall hat er da mitgespielt. Und noch
ganz, ganz viele andere Serien. Zum Beispiel Drei Engel mit Charlie hat da mitgespielt. Ja, ich sag mal, er war so Mitte 70er oder 70er, 80er war er auf jeden Fall einer, der außer der Mann in den Bergen natürlich auch noch andere Spielfilme zum Beispiel gemacht hat, weil der Mann in den Bergen gab es auch als Spielfilm. Dann gab es natürlich noch die andere Figur, das war sein Kumpel, das war ja praktisch auch der Erzähler, der die ganze Geschichte mal erzählt hat. Das war der Trapper und der hieß Mad Jack, war mir jetzt auch nicht so ein Begriff. Also Mad Jack, ja, das war Denver Pyle, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe hier, spielte in sehr vielen Serien, wie zum Beispiel Bonanza, Rauchende Colts, Ein Duke kommt selten allein, spielte er Nebenrollen, war eigentlich sehr bekannt für seine Nebenrollen. Und hat auch also sehr viel gemacht, hat im Krieg bei der Handelsmarine gedient und so weiter. Dann der Indianer war natürlich auch noch mit einer Hauptrolle, sein Freund, der Indianer. Und der hieß Nekoma, das war Dan Shanks, der ist der einzige übrigens von den dreien, der heute noch lebt, indianischer Schauspieler und Stuntman. Ja, das waren also praktisch die drei, um das es geht. Dann kann man natürlich noch dazu rechnen, das Maultier, muss man ganz klar dazu rechnen, das Maultier, das hieß Nummer 7. Wurde vom Esel Müller gespielt. Das war übrigens der, der dann später Bürgermeister in Wesel wurde. Starb erst kürzlich an einem verschluckten Volleyball und vermachte sein Fell Adidas. Also ja, finde ich auch eine gute Sache. Ne? Dann natürlich die eigentliche Hauptrolle neben Grizzly Adams für mich auf jeden Fall der Bär. Und der Bär, der hieß Ben. Und der wurde gespielt von, man kann es kaum glauben, von Ben, den Bären. Ja, spielte alles dann selber, muss man ja auch mal den Hut sehen. Ne? Also, er hat schon ein dickes Fell gehabt. Wurde in seinem Urlaub bei Verwandten im Bayerischen Wald als Bruno der Killerbär erschossen. Trauriges Ding, trauriges Ding. Ja, aber auch wieder so typisch für Bayern. Der erste Bär seit 1800, hast du nicht gesehen, der damals über die Grenze gekommen sind. Viele können sich vielleicht noch so an Bruno erinnern. Ja, das war also, das war der Typ aus Der Mann in den Bergen und wurde erschossen. Die Serie, es gab zwei Staffeln. Die erste Staffel hatte 13 Episoden und die zweite Staffel hatte 24 Episoden. Ja, dann habe ich noch ein paar Fun Facts, also tatsächliche Dinger, mehr oder weniger tatsächlich, ihr wisst, ihr seid ja bei Plan C. Von 1998 bis 2015 spielte die Eishockeymannschaft aus Wolfsburg, also Eishockey ist euch ein Begriff, ja, aus Wolfsburg, als Grizzly Adams Wolfsburg. Und das war wirklich eine Hommage an den Mann in den Bergen. Ne? Also war, fand ich cool. Dann Farrah Fawcett, das war eine der Hauptdarstellerinnen von Drei Engel für Charlie, wo er auch ein bisschen mitgespielt hat. Ich weiß nicht, in wie vielen Episoden, aber er hat auf jeden Fall mitgespielt. Die beschwerten sich bei der Regie über Dan Haggertys Frisur. Und die haben also mit wirklich so, es ist so übersetzt, mit den Worten, ja, das kann nicht sein, der eine in der Nebenrolle hat mehr Haare als die ganzen drei Engel für Charlie und auch bessere Frisuren. Ja, Grizzly Adams Bart war kugelsicher. Eigentlich logisch, ne? Das kann man sich schon denken. So wie Chuck Norris sein Bart auch. Während Chuck Norris aber nur eine Schusswaffe drin verstecken konnte, hatte Adams einen Waffenschrank, eine Küche und die Bundeslade im Bart. Müsste man wissen, müsste man wissen. Ja, was kann man sonst noch sagen? Also ich fand die Sendung, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie mir ja jetzt, wie gesagt, in Vorbereitung noch ein bisschen mehr angeguckt, habe mich noch ein bisschen damit beschäftigt und ich muss sagen, es war eigentlich gar nicht so schlecht. Da sind viele Dinge natürlich aus einer Sicht dargestellt, wie sie halt in der Zeit waren. Und ich sag mal so, die sind so, ja, ich denke mal so Mitte der 70er bis 80er sind die aufgezeichnet worden damals. Und da war das Ganze natürlich noch komplett anders. Da hatte man noch eine komplett andere Sicht. Ich weiß, die Älteren unter euch werden sich daran erinnern können, dass zur damaligen Zeit kam das auch in Deutschland gerade erst so auf. Ne, das war also ein ganz anderes Bild. Und es wurde ja da auch ein ganz anderes Bild zum Beispiel von anderen Trappern gezeichnet oder von Siedlern. Dass da auf einmal Siedler waren, die den Indianern nicht unbedingt gut gegenübergestellt waren. Oder der Indianer in der Serie, dieser Nekoma, war ja auch ein Kumpel von ihm und so. Und der wurde dann auch ganz anders dargestellt. Und auch der Trapper, das war dann nicht so wie im wirklichen Leben ein Trapper, der praktisch alles umgeschossen hat, nur für die Felle, was bei drei nicht auf den Bäumen war, sondern das war halt jemand, der ihnen da irgendwie geholfen hat und unterstützt hat. Und ich kann mich noch an so eine coole Szene erinnern. Da kam dieser Grizzly Adams, der von diesem Trapper übrigens immer so als Greenhorn bezeichnet wurde, in diese Berge
Und der musste ja flüchten, weil er da irgendwie als so ein Mordverdacht auf ihn lastete. Und er kam jemals in die Berge und hatte sich da so ein Shelter aufgebaut. Und das war damals schon, ohne dass ich es damals wusste, ja praktisch schon ein typisches Ding für Bushcrafter, ne? Wir bauen uns jetzt ein Shelter, so ein Wetterschutz. Und ich kann mich noch erinnern, dass er mit seiner Axt da herumgehackt hat und hat da so Tannen und Dings. Und der Indianer hat das so aus der Ferne irgendwie beobachtet und hat die ganze Zeit nur gegrinst und gelacht und hat dann auch so mit dem Kopf geschüttelt. Und am Ende ist dann das ganze Ding, gerade in dem Moment natürlich, wenn Grizzly Adams sich drunter legt, so zusammengebrochen. Das fand ich so eine ganz lustige Sache. Und der Indianer hat dann so in der Ferne gestanden und hat dann nur so ohne jeden Gesichtsausdruck so komplett so ganz langsam den Kopf geschüttelt, so nach dem Motto: Oh mein Gott. Das fand ich also wirklich ganz gut. Man kann diesen, ich glaube, diesen Mann in den Bergen ja auch so ein bisschen mit Nessmuk irgendwie so vergleichen, weil es ist ja auch so ein Typ gewesen, der hat halt seine Flinte mitgehabt, der hat eine Axt mitgehabt, kann ich mich noch ganz gut erinnern. Er hatte so einen Rucksackgestell, glaube ich, auf dem Rücken, auch mit viel, ja, zusammengebunden, auf jeden Fall viel mit Fellen und so gearbeitet, und hat dann halt in so einer Hütte gelebt mit seinen Bären zusammen. Ich kann mich noch erinnern, dass der Bär damals, glaube ich, jung war und ist irgendwie so ein Abhang runtergestürzt, und er hat ihn da irgendwie gerettet, also war praktisch auch schon ein Tierschützer zu der Zeit, zu einer Zeit, als es Greenpeace noch gar nicht gab, und hat ihn da eben gerettet, und dadurch wurden die Freunde. Und so eine typische Sache in dieser Serie war natürlich auch, dass, ja, ich sag mal, nicht nur die Indianer immer als gute Indianer dargestellt wurden und die Trapper immer so als gute Trapper, sondern eben auch, dass er, Grizzly Adams, eine unglaubliche Beziehung zu den Tieren hatte. Also ich glaube, es gibt heute keinen Menschen auf der Welt, der auch nur annähernd so eine Beziehung zu den Tieren hat. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass er da stand und auf einmal wurden alle Tiere in der Gegend verrückt irgendwie so und haben dann geguckt und wurden nervös. Und er stand dann da einfach so, und dann hat man immer so ihn stehen gesehen, und dann hat man wieder so auf die Tiere geblendet, und dann hast du immer gesehen, da wurde die Amsel verrückt, und dann ist der Waschbär ist irgendwie umhergelaufen und hat sich mal umgedreht, und er sagte dann zu seinen Indianern: Moment, ja, stimmt irgendwas nicht. Die Tiere sind ganz nervös und so. Und dann kam halt dieser Trapper da an. Da dachte ich mir so: Oh Mann, das beste Radarsystem auf der ganzen Welt. Wozu haben wir überhaupt so viel Geld ausgegeben? Wir hätten die Russen einfach nur mit so ein paar Wühlmäusen überwältigen können. Ja, wenn Grizzly Adams. Leider ist er ja dann gestorben. Wie gesagt, also ich habe auch ganz ehrlich in der ganzen Filmindustrie, in dieser ganzen Filmwelt, habe ich auch wirklich nie wieder einen Menschen gesehen, der so eine Frisur hatte. Ich glaube, allein dieser Bart, der muss Kilos gewogen haben. Und es war immer eigentlich eine perfekte Föhnwelle. Ne? Das war so ein bisschen wie bei die nackte Kanone. Die nackte Kanone kommt da rein, stürzt irgendwie, liegt auf dem Boden, die Frisur total durcheinander, und steht dann auf, und in der nächsten Einstellung ist die Frisur aber schon wieder, als wenn er gerade so vom Friseur kam, und so war es bei ihm auch. Also er geht da mit seinem Bart irgendwo durchs dickste, hast du nicht gesehen, Unterholz, und er kommt raus und alles sitzt, passt. So ein bisschen wie drei Wettertaft. Ne? Bloß eben, dass er nicht aus dem Flugzeug kam und der Wind war in Hamburg und in Berlin und in München, sondern er war halt in den Rocky Mountains, und die Frisur saß immer. Das fand ich sehr interessant. Also muss man doch schon sagen, Hut ab. Ja, ich bin ja mal auf eure Kommentare gespannt. Der Mann in den Bergen, ob ihr das früher auch gesehen habt, ob das auch so ein Ding war, wo man sagt, so, also ich sag mal, es war auf jeden Fall eine Fernsehserie, die ja viel, viel mehr mit Natur zu tun hatte als alle anderen mir bekannten. Also mir fällt jetzt ehrlich gesagt keine Fernsehserie aus meiner Jugend ein, die irgendwie noch mehr mit Natur oder sowas zu tun gehabt hat. Man kannte Pantau, aber das hat ja nichts mit Natur zu tun. Man kannte das Mädchen auf dem Besenstiel und tausend andere Sachen. Was man vielleicht noch mit vergleichen hätte können, war so, ja, vielleicht Tarzan ein bisschen oder weiß nicht, so Winnetou-Sachen oder so. Aber das war ja jetzt ganz explizit wirklich jemand, der wie so ein Trapper in den Wäldern gelebt hat, bei Wind und Wetter, sich seine Hütte alles komplett selber gebaut hat, weil er wurde ja eben wegen Mordverdacht gesucht und sich da komplett abgeschirmt hat. Also wirklich, es kamen auch andere Schauspieler, ich kann mich erinnern, da waren zum Beispiel mal irgendwelche Siedler. Die sind dann natürlich typisch, das war natürlich das Thema dann, die sind dann gekommen und haben sich mit den Indianern angelegt, haben erstmal alles umgeschossen und alles umgepflügt, was ging. Und dann kam natürlich Grizzly Adams und hat natürlich so als Held der Natur zu ihm gesagt: Hier, hör mal, das geht aber auch anders, ihr müsst ja nicht unbedingt euren Trecker Lance Bulldog rausholen, macht doch mal ein bisschen ruhig, meiner.
komm, wir setzen uns in die Holzhütte und chillen erstmal. So ungefähr war das. Ich fand es, wie gesagt, ganz cool. Wie gesagt, schreibt es mal in den Kommentaren, was ihr da so, ob euch irgendeine Serie aus eurer Jugend einfällt oder überhaupt Mediensachen, sage ich mal. Es können auch Berichte oder Hörspiele oder irgendwas sein, was mehr mit der Natur an sich oder mit Bushcraften, kann man eigentlich fast schon sagen, ja, direkt mit Bushcraften zu tun hatte, als diese Serie Grizzly Adams. Ich muss ehrlich gestehen, mir fällt da nichts wirklich ein. Gar nichts. Ja, ich bin auch mal auf eure Kommentare gespannt. Wie gefällt euch das Format jetzt? Ich finde es eigentlich ganz gut, obwohl ich sagen muss, ja, ich werde es nicht immer so machen. Aber manchmal werde ich mich auch einfach nur wieder vor die Kamera setzen und drauf zulabern oder hast du nicht gesehen. Es ist jetzt einfach mal ein Test, weil ich auch sehen will, wie lädt das jetzt hoch und wie ist der Ton und ja, klappt das alles irgendwie besser? Weil ich habe, wie gesagt, halt das Problem mit dem Podcast. Ich wollte es eigentlich jeden Sonntag machen, aber ich schaffe es von der Zeit einfach nicht, weil du musst wirklich ja fast schon einen halben Tag einplanen. Dabei ist das Drehen, das eigentliche Podcast-Drehen, natürlich noch das Wenigste, weil du sitzt vor der Kamera und erzählst halt, so wie ich jetzt vorm Laptop sitze und erzähle halt. Aber das Schwierige ist natürlich, dass der Computer das erstmal als Datei verarbeiten muss. Dann hast du diese Datei, dann musst du diese Datei wieder bei YouTube hochladen und das dauert. Also ich weiß nicht, ob es an meiner Internetverbindung liegt oder einfach nur, weil ich einen relativ alten Rechner habe. Ich sitze an so ein 30-Minuten-Video ungefähr, sage ich mal, 3 Stunden Ladezeit. 3,5 Stunden Ladezeit. Also, und wenn man das dann sonntags macht, und ich habe natürlich auch noch andere Sachen zu tun, weil der Witz ist ja, ich will ja natürlich auch irgendwo raus und will draußen in der Natur was erleben, dann ist das manchmal ein bisschen knapp. Deswegen habe ich wahrscheinlich, ich gehe mal ganz stark davon aus, mich ein bisschen übernommen mit der Aussage, dass ich eben jeden Sonntag das schaffe, da irgendwas hochzuladen und das dann auch alles irgendwie in so eine ja, adäquaten Länge zu machen, dass man jetzt sagt, ja, so ein Podcast, der muss aber mindestens eine Stunde sein oder so, das werde ich nicht schaffen. Also auf gar keinen Fall. Ja, ansonsten, wie gesagt, gerne in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche anderen Vorbilder hattet oder so. Es können ja manchmal hatte Herr Mann auch so sein Onkel oder sein Großvater oder sein Vater, die dann vielleicht irgendwas Waldarbeiter waren oder sowas und einen in frühester Jugend da schon mitgenommen haben und so weiter. Bei mir war es eben, wie gesagt, ja, ein bisschen Medien, Serien, Kinofilme, alles Mögliche, Jacques Cousteau zum Beispiel mit der Calypso oder Rüdiger Neberg und so, was über die Medien kam, aber vor allen Dingen war es bei mir, wie ich ja im ersten Teil schon sagte, halt die Tatsache, dass die Natur halt bei mir direkt vor der Haustür war und das zu der Zeit auch nicht wirklich so massenweise Dinger im Fernsehen kamen, die einen jetzt als Kind irgendwie da so gefesselt haben. Es war ja nicht so, dass du jetzt hingegangen bist und hattest hier so wie heute Disney oder 10.000 Programme oder ich keine Ahnung. Also ich kann mich noch erinnern, als zu meiner Zeit Aristocats so auf die allerersten Betamax oder das war glaube ich sogar, gab es sogar, ich glaube Aristocats oder so, gab es glaube ich sogar schon auf Super 8, da war das ein riesen Ding. Da hast du da vorgesessen und hast gesagt, wow, oder Bernhard und Bianca, das war dann sogar schon später, sowas, solche Sachen, das waren dann so richtige Dinger, wo du gesagt hast, mein Gott, ich meine, heute machst du den Fernseher an und dann guckst du das halt, ne? Aber früher gab es das halt nicht. Und da gab es 3 Programme, ich weiß noch das erste, zweite, dritte und dann gab es noch DDR1 und wenn du Glück hattest, DDR2, wir haben so im Zonenrandgebiet gewohnt und ja, das war dann halt so, ne? Da hat man das alles irgendwo so mitgenommen, sage ich mal. DDR-Fernsehen fand ich immer ganz gut, weil da gab es viel Nacktheit, das fand ich ganz gut, so vom Fernsehen Ballett und so, das hat man dann immer so heimlich geguckt unter der Decke, aber es war eigentlich ganz cool. Ja, und ansonsten bei uns im Westfernsehen, sage ich jetzt mal, in großen Anführungsstrichen, weil ich ja wirklich direkt an der Grenze, also ich war so nah an der Grenze, dass ich mit der Mofa jederzeit hinfahren könnte oder mit dem Fahrrad sind wir damals hingefahren und haben Cola-Dosen drüber geschmissen. Das ist kein Witz. Ich habe wirklich Cola-Dosen drüber geschmissen und habe da beobachtet, wie die Soldaten da drüben Fotos gemacht haben. Von der Cola-Dose und von mir. Und ich habe dann rübergerufen, die sagten, ey, ist für euch so, keine Ahnung, ich ist Cola, könnt da trinken. Da hat keiner reagiert. Ne? Da fand ich dann immer so, was ist mit den Leuten los? Was ist da drüben los? Wieso trinken die Cola jetzt nicht? Die haben die fotografiert, als hätte ich da eine Bombe rübergeschmissen. Aber gut, waren natürlich auch andere Zeiten. Ne?
Ja, und wie gesagt, da war halt so für mich eher die Natur draußen, die mich beeinflusst hat, als irgendwelche Medien. Medien. Medien, sage ich schon. Medien kenne ich nicht, nur Medien. Der Mann in den Bergen war aber eine Ausnahme. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe das jetzt nicht unbedingt immer regelmäßig geguckt. Und ich habe ja, wie gesagt, in Vorbereitung so ein paar Serien geguckt und die kamen mir manchmal auch so ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl man das damals geguckt aber hat als Kind, aber heute habe ich mir so gedacht, also so als Erwachsener und wenn man selber dann schon jahrelang so in den Wäldern umher streift ist und hast du nicht gesehen, so eine, wenn man so eine Vorgeschichte hat, sage ich mal, dann hat man sich oft gesagt, mein Gott, was macht der da überhaupt oder was soll das jetzt oder mein Gott, das haben sie aber wirklich blöd gezeigt oder ich hasse das zum Beispiel auch, wenn irgendwelche Singvögel gezeigt werden und die Leute gehen dann so drauf zu und sagen, hey, so mein kleiner Freund, cool, ich bin hier der Hare Krishna, ich kann mit Tieren sprechen und so. Und du siehst ganz genau, dass diese Singvögel irgendwo komplett angekettet sind. Das fand ich schon als Kind immer grauenhaft. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, was macht ihr da bloß, ne? Und ja, das waren dann halt solche Filme. Da gab es keine Computer. Da konnte es keine Computertricks geben, weil es da keine Computer gab. Da wurde das halt so gemacht, ne? Ja, das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Ich wollte das jetzt nochmal so nachschieben und auch als Test verwenden. Mal sehen, wie es funktioniert. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich hoffe, es funktioniert. Sonst habe ich hier nämlich jetzt 20 Minuten, über 20 Minuten umsonst gequasselt. Ja, was soll ich noch sagen? Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen, hört meine Podcasts. Und eins muss ich noch nachschieben. Ihr könnt diese Podcasts, wenn das auf YouTube ist, auch. Egal, ob ich jetzt nur Bilder mache oder ob ich einen richtigen Film drehe, könnt ihr das umwandeln in MP3. Da gibt es Programme, das ist auch erlaubt. Also ihr nutzt das ja nur zum Eigenbedarf. Ich wüsste nicht, dass das jetzt verboten ist. Und könnt dann meine Filme runterladen auf eure iPods oder auf irgendwelche, hast du nicht gesehen, auf einen Stick zum Beispiel und könnt die dann im Auto hören oder so. Finde ich immer eine ganz gute Sache. Ich zum Beispiel höre die letzte Zeit viel, alle Wege führen nach oben. Nach Om, das ist so ein Podcast und noch ein paar andere Sachen, was so mit Filmen und so zu tun hat. Und die Vanessa, die macht ja auch einen Podcast mit Buschkraft. Da erzählt sie auch immer mal so ganz coole Geschichten und so. Da höre ich immer mal so rein. Und ja, ich höre eigentlich viele Sachen, weil Podcast ist wirklich eine Riesenwelt, ne? Jetzt hier auf YouTube ist ja nur so ein ganz, ganz kleines Ding von dem, was ich jetzt so alles mache. Und auch auf YouTube selber ist Podcast eigentlich relativ klein. Das läuft dann immer so für die Leute noch so nebenbei. Aber wenn ihr zum Beispiel so auf Spotify oder so, auf andere Seiten, ihr beschäftigt euch einfach mal damit. Also wer längere Autofahrten hat oder abends einfach mal so mit einem Glas Wein einen Sonnenuntergang beobachten will und will dabei irgendwas hören und es muss nicht unbedingt immer Musik oder so sein, will sich einfach mal so ein bisschen bilden und hast du nicht gesehen, weil es gibt da, wie gesagt, da gibt es alles. Das ist eine komplette Welt nochmal, diese Podcast-Welt, die viele von euch vielleicht gar nicht so kennen. Genauso wie diese Hörbuchwelt ist das auch eben eine ganze Welt. Oder wie diese YouTube-Welt ist das eine ganze Welt, die riesengroß ist, die sich um zehntausende Themen dreht. Ja, und ich werde es auf jeden Fall weitermachen mit dem Podcast. Ich habe da noch jede Menge auf der Seele, was ich euch so erzählen will, was so mit Bushcraft, mit Survival, mit Outdoor allgemein so die Richtungen zu tun hat. Und ich weiß noch nicht, was ich nächstes Mal mache. Keine Ahnung. Mal sehen. Vielleicht kommt so Zombie-Apokalypse noch mal was. So aus ein bisschen so ein Spaßvideo. Oder ich mache was. Ich hatte eigentlich mal so vor, mit Preppern das zu machen. Mich dann mit Prepper, so mit der ganzen Prepperei und was da so dranhängt und wie das so, ja, teilweise auch in den Medien auch verfälscht dargestellt wird und was da alles so dranhängt. Was halte ich jetzt so davon und was halten andere vielleicht davon und so weiter. So, ich sehe jetzt gerade, jetzt bin ich, wenn das alles so richtig läuft mit meinem Computer hier beim Sonnenuntergang und die Sonne geht unter, die Nacht kommt, die Äuglein gehen zu. Ihr geht jetzt alle ins Bettchen, werdet bessere Menschen. Man sieht sich oder man hört sich beim nächsten Podcast. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, kauft euch einfach eine Pommes. Man sieht sich.